Hi zusammen. Länger, breiter, flacher. Das ist das neue Motto vom i20. Falls ihr mehr Infos haben wollt, bleibt gern dran. Ja, als ob Hyundai dieses Jahr nicht schon genug Fahrzeuge rausbringt, vorgestellt hat. Somit kommt auch der neue i20 dieses Jahr. Im Oktober haben wir hier Weltpremiere bei uns im Autohaus. Also schaut da gerne vorbei. Hier im Video erfahrt ihr so die neuesten Infos, die es zum neuen i20 gibt. Und zwar, wie im Intro schon erwähnt, er ist einfach flacher, breiter, länger geworden, um einfach nochmal sportlich passend zur neuen Optik hier zu stehen. Wir haben einmal komplett außen die Front, Heck, Seite, alles überarbeitet. Neue Designkonzept von Hyundai, nennt sich Senses Sportiness. Und zur neuen aggressiven, sportlichen Optik passt natürlich dann auch die neue Ausstattung im Innenraum. Alles möglich, mach Ausstattung voll digital. Das heißt vom Cockpit, vom Tacho bis eben zur Mittelkonsole. Zwei große 10,25 Zoll Displays, auch hier neu mit dabei unsere Ambientebeleuchtung, um gerade abends mal so diesen extra Luxus-Touch zu verleihen. Auch die Sicherheit wird natürlich beim Fahrzeug, beim neuen i20 nicht vernachlässigt. Wir haben unterschiedlichste aktive Assistenzsysteme, passive Assistenzsysteme, die es einfach beim Fahren unterstützen. Wir haben einmal vom aktiven Spurhalteassistent, vom Aufmerksamkeitsassistent, den Fernlichtassistent haben wir jetzt neu mit dabei und so weiter und so fort. Die Liste ist hier sehr, sehr lang. Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt gerne in die Kommentare, ruft uns an, kommt vorbei. Wir kriegen das alles gemeinsam raus und erklärt. Aber nicht nur die aktive Sicherheit, sondern eben auch das Infotainment, wie vorhin schon erwähnt. Wir haben die großen Displays mit an Bord, aber eben natürlich auch die neuen Funktionen. Wir haben mit neu dabei die BlueLink-Funktion, wir haben das neue Navi mit der neuen Generation und eben auch Apple CarPlay und Android Auto, auch hier beim i20 eben kabellos. Man braucht kein nerviges Kabel mehr mitführen, sondern man legt einfach sein Handy hin und hat eben alles verbunden. Der neue i20 kommt auch in neuen aufregenden Lackierungen, auch Zweifarblackierungen sind hier möglich. Von bunt bis klassisch, alles dabei. Falls ihr hier mehr wissen wollt zum neuen Auto, zu den neuen Ausstattungen, was möglich ist, Mitte Oktober haben wir hier Weltpremiere. Das sind die Fahrzeuge hier bei uns im Autohaus live zum Anfassen, zum Ausprobieren. Kommt gern vorbei bei Fragen, schreibt in die Kommentare. Meine Kontaktdaten sind auch drin. Ruft mir gern an, schreibt mir eine Mail. Bis bald, Leute.